Das Rückspiel des Relegationsspiels zwischen dem Hamburger SV und der Hertha geht mit den besseren Vorzeichen hinein für die Gastgeber. Der HSV gewann das Hinspiel verdientermaßen mit 1:0. Die Hertha hatte jetzt hier aber einen anderen Anspruch an sich selbst. Jetzt mussten sie ja tatsächlich mal was machen, was jetzt unter Felix Magath eigentlich nie so war. Da war sie immer auf Verhindern aus. Heute mussten sie ja gewinnen und Jovetic hatte die erste Chance. Heuer Fernandes muss eingreifen. Tolle Parade des Hamburger Schlussmanns. 25. Minute, dann auch mal der HSV. Sie waren abwartend wie schon im Hinspiel, wurden dann aber stärker. Glatzel auf Maximilian Rohr. Auch da fehlte nicht viel. Der dreht sich noch leicht weg vom Tor. Dadurch sieht es etwas deutlicher aus, als es eigentlich war. Es war nochmal ausgeglichener und die Hertha hatte deutlich weniger Fehler im Spielaufbau. Belfodil, was für ein Pass, aber Jovetic schafft es nicht, den Ball an Heuer Fernandes vorbeizubringen. Das war eine Riesenchance, wie schon die erste Möglichkeit. Hier muss Jovetic eigentlich die Führung machen, aber Heuer Fernandes blieb stabil. Alleine jetzt schon so viele Chancen für die Hertha wie im Hinspiel zusammengerechnet, noch nicht mal über die 90 Minuten gesehen. Belfodil, Jovetic, das wurde zum Privatduell, das bislang nach 36 Minuten an Heuer Fernandes ging. Haier einen Schritt zu weit weg, Vuskovic versucht noch den Fuß reinzuhalten, schafft das nicht. Heuer Fernandes bislang der beste Mann beim HSV. Dann war Halbzeit, 45 Minuten noch zwischen dem HSV und dem möglichen Aufstieg, aber sie mussten defensiver stabiler werden, denn die Hertha hatte eben schon gute Möglichkeiten. 10 Minuten knapp gespielt in Durchgang 2. Marco Richter heute in der Startaufstellung, das hatte sich schon bewahrt. Der macht ein gutes Spiel. Pekarik, Jovetic und Belfodil, Heuer Fernandes mit der Riesenparade. Wahnsinn, aus 6 Metern ein wuchtiger Schuss, dann reagiert er noch. Ein irrer Reflex wirklich an den Innenpfosten, dann Vuskovic, Heuer Fernandes hat den Ball. Den Herthanern lief die Zeit davon. Es sprach jetzt vieles für den HSV, außer dass die Hertha eben noch weiter nach vorne spielte. Toussaint kommt nicht durch. Jovetic, Toussaint, Serda, Vuskovic dazwischen und wir sehen gleich in der zweiten Wiederholung vor allem, wie wichtig das war. Dieser Flachschuss, er hätte möglicherweise gepasst. Aber das zeigte der HSV, der heute eben nicht besser war, im Gegensatz zum Hinspiel, dass sie alles reinwarfen und die Hertha, sie konnte am Ende nicht mehr und dann war es vorbei. Die Hertha muss runter und der Hamburger Sportverein ist nach Jahren der Abstinenz zurück im Bundesliga-Oberhaus. Ein 0:0 im Rückspiel reicht. Der HSV zittert sich etwas über die Ziellinie, kann jetzt aber feiern. Am Montagabend steigen sie auf in die erste Fußball-Bundesliga.